Um mit dem Echelon von Level 17 auf Level 18 zu kommen, müssen wir 10 Gegner in weniger als 60 Sekunden in der Region Mount Hodgson töten. Wir müssen auf 15 menschliche Gegner ohne Fehlschuss mit der Pistole schießen. Und wir müssen gleichzeitig einen Gegner mit einer Splittergranate und einer Handfeuerwaffe töten. Letzteres kriegen wir easy hin, das machen wir direkt als erstes. Die Tarnung ist einfach Gold wert. Wobei wir die hierfür gar nicht unbedingt bräuchten. Oh, der stand ein bisschen zu nah. Upsi! Neue Patrouille, neues Glück. Im Irak habe ich meinen Kopf gesehen. Also von dem. Das war die letzte. Also die dritte Herausforderung. Und jetzt müssen wir noch auf 15 menschliche Gegner schießen ohne Fehlschuss. Und in der Region Mount Hodgson 10 Gegner in weniger als 60 Sekunden töten, ohne entdeckt zu werden. Da haben wir die ersten beiden. Die ersten drei. Ja, hört doch mal auf, so panisch darum zu rennen. Der Feind ist in diesem Gebiet. Ist halt echt schwierig mit der Pistole. Was denn das für ein Motorrad? Moment. Ist halt echt schwierig mit der Pistole zu zielen, wenn man die Waffe selbst nicht mehr sieht. Gerade so auf dem Hintergrund. Schwierig. Das Motorrad nehme ich mir mal mit. Dankeschön. Elektromotorrad. Autsch. Hättest du dran denken sollen, bevor du unterschrieben hast. Nun Shit. Und weitere drei. Wenn der letzte von den vorherigen gezählt hat, dann waren das jetzt 7. Heißt noch 8 Gegner. Ohne Fehlschuss. Entdeckt werden dürfen wir, ne? Ja. Nur nicht daneben schießen. Vorne haben wir eine kleine Basis. Da finden wir bestimmt die restlichen 8. Moment mal. Da steht ja nicht, töten sie 15 menschliche Gegner, sondern nur schießen sie auf menschliche Gegner. Das heißt, wenn ich denen auf den Oberkörper schieße, halten die 2 Schüsse aus. Kann ich dann 2 Treffer pro Gegner? Probieren wir es aus. Die Tarnung jetzt aus. 2. Noch 2. Da oben traue ich mich nicht. Theoretisch noch 3. Theoretisch noch 3. Wenn die Körpertreffer doppelt gezählt haben. Eins. Da kommen 2 und 3. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! 2. Noch einer. Erstmal das Ding hier deaktivieren, nur zur Sicherheit. Nee. Körpertreffer zählen leider nicht doppelt, auch wenn man zweimal schießt. Also müssen es doch
15 Kills sein. Tarnung ist gleich aus, ich habe ein Problem. Shit, Problem. Ja. Wo ist der? Da. Ich habe so oft die getroffen. Also das waren... Okay, also zählen Körpertreffer, zählen nicht als zwei Kills. Als zwei Treffer. Jetzt mal ohne Witz, das waren doch jetzt locker schon über 15. Das waren doch easy schon über 15. Und ich habe kein einziges Mal daneben geschossen. Und ich habe auch nicht auf jemanden geschossen, der bereits tot war. Da stimmt doch was wieder nicht. Da stimmt doch wieder was mit dem Tracking der Herausforderung nicht. Dieses Spiel ist ein einziges Bugfest, manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Ich muss ja tatsächlich sagen, normalerweise werde ich in diesem Spiel von Bugs ja relativ, ja, verschont. Aber jetzt im Moment geht es mir gerade gehörig auf den Keks. So, neue Basis, neues Glück. Wie viele Gegner soll ich denn noch töten? Also ich finde, ganz ehrlich, so langsam wird das lächerlich. Jemand hat diesen Generator mit allen automatischen Systemen verbunden. Der muss echt was leisten. Bewege mich auf Feind zu. Kann losgehen. Rock'n'Roll. Ich bin überfragt. Wie viele Gegner soll ich noch töten? So, neue Basis, neues Glück. Und ich fange auch wieder neu an zu zählen. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, aber wir werden sehen. Ich habe jetzt auch eine Schnellreise per Biwak gemacht. Vielleicht hat das den Fortschritt auch irgendwie zurückgesetzt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Eins. Zwei. Es würde mich nicht freuen, wenn es den Fortschritt zurückgesetzt hätte, sondern halt, wenn es den Zählbug behoben hat. Dann würde mich das freuen. Zwei sind wir. Drei. Das verschafft uns einen besseren Überblick. Das sind schön weit auseinander alle, das ist ja perfekt. Vier. So geht das, Boss. Fünf. Waffenteile. Sechs.
7. 8. Mann am Boden, Feinde im Gebiet. 9. Ich glaube, wir sind nicht allein. 10. Noch 5. Hinter was hinter? Wow. 12. 13. 14 und 15 und 16, guck mal da. Sorry. Kein Kontakt! Köpfe einziehen! Das waren jetzt 16 Gegner und es zählt immer noch nicht. Schießen Sie mit einer Handfeuerwaffe 15 menschliche Gegner ohne Fehlschuss. Ich habe kein einziges Mal daneben geschossen. Kein einziges Mal. Jetzt habe ich daneben geschossen, aber was soll das? So, meine letzte Idee ist, dass das Ganze in der Region Mount Hodgson passieren muss. Wie auch die erste Aufgabe, nur dass es halt nicht da steht. Bin gespannt, ob das funktioniert. Hier ist kälter als das Herz meiner Ex. 1, 2, 3. Vier. Richtig gut. Weißt du was, gib mir mal ein Auto. Das größte Problem in der Region Mount Hodgson ist, dass die Gegnerdichte dort echt niedrig ist. Gibt doch nur eine Handvoll Basen, in denen ein paar Gegner sind. Deshalb sind 10 Gegner, ohne entdeckt zu werden, innerhalb von 60 Sekunden auch gar nicht so einfach, wie es vielleicht klingt. Okay. Was? 5, 6. Sieben, acht, neun, ich traue mich nicht auf das Schwergewicht zu schießen, weil ich immer noch nicht 100% davon überzeugt bin, dass es um Treffer geht und nicht um Tötungen. Ich habe gerade den Count verloren. Wir waren 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Neun. Die haben Baba getötet. Nee, da sind wir bei 10. Da hinten haben wir auch noch einen getötet. 11. Hey, hört mal. Wir haben ungelegene Gäste. Ich werde mal das Gebiet durchqueren. Zwölf. Richtig gut.
13. Die Tarnung ist gleich leer. Sie hat immer noch nicht. Achtung, Jungs, feindliche Aktivitäten. Alles klar, wir sind bereit. Jetzt hat's gezählt. Okay, vielleicht habe ich mich auch verzählt. Aber es waren dann definitiv, waren es Kills, die verlangt wurden und nicht Treffer. Definitiv waren Kills verlangt, denn ansonsten wären die Treffer, mit denen ich die Panzerung von dem Schwergewicht weggeballert habe, hätten sonst auch gezählt. Also von daher, ja, und scheinbar tatsächlich nur in der Region Mount Hodgson. Das ist doch beschissen, warum steht das da nicht? Nicht mal in der englischen Übersetzung steht es da. Ich habe heute irgendwie in dieser Aufnahmesession kein Glück mit den Bugs. Oder ich habe Glück mit den Bugs, dass ich sie alle abkriege. So kann man es natürlich auch sehen. So, ich habe jetzt nochmal neu geladen, weil das so neben dem, was haben wir denn da sonst noch? Nein. Da neben der Bald Peak Mine. Ich habe jetzt extra nochmal neu geladen, da die Gegnerdichte hier sehr gut ist und wie gesagt der einzige andere Punkt in diesem Gebiet, wo noch ein paar Gegner rumlaufen, ist die Bald Peak Mine. Aber einfach nochmal neu geladen, damit hier die Gegner wieder respawnen und dann machen wir das Ganze hier. Und hier geht es auch wirklich nur um Töten, hoffe ich. Egal mit welcher Waffe. 10 Stück. Zählen die KI-Kameraden auch? Ich habe Voice Attack natürlich ausnahmsweise mal wieder nicht gestartet. Ja. So, brauchen wir noch. Oh. Wie, das Ziel ist entwischt? Ist gar nicht mehr da, oder was? Nee, das ist gar nicht mehr. Ach, Mann. Der denkt gar nicht mehr auf dem Schirm. Dann eben hier den Scharfschützen. Sichtkontakt, der ist doch da, mein Gott. Dann positionier dich eben neu. Meine Güte. Hier, den da. Könnt ihr überhaupt irgendwas? Die Antwort ist nein. Komm, dann machen wir das eben so. Mein Gott, dann mache ich es eben in den Simultanschuss-Drohnen. Mein Gott, wenn ihr nichts könnt, die können was. So, da haben wir zumindest mal 4 Gegner. Kriegt er den? Nee, natürlich nicht. Natürlich kriegt er den nicht. Weißt du was? Ich nehme die Drohnen zurück. Schick die dahin. So. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Die 6, 7. Solide Arbeit. Acht.
9, 10. Okay, KI-Kameraden-Kills haben nicht gezählt. Fuck. Shit! Okay, das war nix. Wisst ihr, was ich hasse? Klassenherausforderungen gegen Ende. Wenn es Richtung 20 geht, werden die Klassenherausforderungen erstens zu 90% saudumm und zu 70% verbuggt. Und zu 100% nicht richtig beschriftet. Beziehungsweise KI-Kameraden zählen nicht. Jawohl, das ist ja auch toll. Gut, ich meine, ich kann es verstehen, wenn es nicht zählt, aber es wird halt nirgendwo beschrieben, dass die nicht zählen. Da kann ich die eigentlich, wobei nicht, lass die an, einfach wegen Fury Scan. Ach, jemand meinte, die wären leicht zu deaktivieren. Keiner ist so dumm, bei der Kälte hier rumzulaufen. Aber echt, die Hölle ist wohl zugefroren. So, aber die Simultanschussdrohnen, das weiß ich, die zählen. So. Nicht mit einer Pistole, ne? Einfach nur töten. Shit. 5. Diesmal deaktiviere ich das Ding. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Damit haben wir es. Endlich. Level 18. Nice. Oh Mann, was ein Ritt.